Willkommen, meine Sturmtruppler, bei SWTOR wieder in derselben Konstellation. Hallo, Foxy. Hallo. Fischen. Hey. Betonente. Gute. The power of the dark side. Ja, wo sind wir dann da, Fischen? In meiner Festung. Auf Narsha da. Wie viel Credits? Narsha da dafür rauskommen? Ich weiß es nicht, ich hab die schon ewig. Aber irgendwas im Millionenbereich, glaube ich. Ja, wir haben da quasi eine Direkteinladung von ihr bekommen per Schlüsselbund. Jo. Und jetzt haben wir uns mal hier ein bisschen umgeschaut. Und haben uns hier ein bisschen ausgetobt. Und Foxy hat jetzt Abo! Wie man sieht. Ja. Hey. Ihr süßes Tierchen. Du weißt schon, wenn du auf einem kalten Planet unterwegs bist und das zu kalt wird, was du mit deinem Tierchen machen musst. Dafür gab es zum Paket und zum Tierchen noch eine warme Ausrüstung. Ach so, okay. Ja, die ist allerdings schlechter als meine jetzige. Weil du dafür erst noch Sachen reinpacken musst. Also du musst die erst noch mit diesen Armierungen aus der Flotte beim ersten Mal. Da jetzt gerade Paket gefallen ist, müssen wir vielleicht mal Datum sagen. Heute ist der 30.11. Also wir wissen nicht, wenn wir das hier sehen, ob das Paket noch existiert. Ich glaube, da stand irgendwie bis eigentlich, also Januar. Wenn man genau nimmt, kommt die Folge im neuen Jahr. So kannst du mal sagen, einen guten Rutsch und ein frohes Neues. Ja. Ja. Gut, dann Action. Action, da muss jeder wieder auf sein Schiff. Wie stellt man das jetzt an? Hier vorne mit dem Taxi. Ach guck mal, da hat sie auch noch den Fuhrpark. Sind das dann immer die Mounts, die man besitzt? Ja, also man kann die komplette Festung individuell gestalten. Also alles, was platziert ist hier, ist von mir platziert worden. Und jedes Mount, das man besitzt, kann man dann auch hier hinstellen. Also wenn ihr hier auf die Mittelkonsole von einem Taxi klickt, müsst ihr dann auf Zurück zu und ich glaube Fury ist auch euer Raumschiffname. Was machst du jetzt? Ah, hier. Ja, ich bin wieder auf dem Bauch. Jo, dann guckt jeder, was im Raumschiff noch zu tun gibt, weil ich habe da zum Beispiel auch noch was gestickert. Ich habe das zum Schluss beim letzten Mal gemacht, also ich bin bereit, auf den nächsten Planeten zu fliegen. Es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe Ihnen erlaubt, Ihr Quartier mal zu streichen. Ja, ich habe hier letztes Mal, glaube ich, nur die Mission angenommen. Hatte hier sonst irgendwie nichts. Der Imperator, was soll denn der Kristall können? Angriffskraft? Ausdauer? Oder kritischer Trefferwert? Kritischer Trefferwert. Okay. Ich kriege lauter Quests angezeigt, aber wenn ich dann den Gegenstand benutze, du hast die mit. Wisst ihr, ich war schon als kleines Kind Sklavin, bevor ich freikam. Kommt alles wieder und zu einem zurück, was? Viele deines Volkes werden zu Sklaven geboren. Ist es das, was dir geschehen ist? Fast. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden geschnappt, als ich klein war. Ich erinnere mich kaum daran. Wir haben in den Minen auf Rylod gearbeitet. Dann wurden wir getrennt. Ich wurde an einen Rodianer verkauft, dann an einen Hutten, dann an irgendein merkwürdiges, dreieugiges Etwas. Ich schätze, deine Herren fanden, dass du mehr Ärger bereitet hast, als du wert warst. Haha, ja. Den Titel Sklavin des Jahres wollte mir noch keiner geben. Wie dem auch sei. Ich schätze, man weiß, dass man zu viel rumgekommen ist, wenn sich das Schiff eines Sith wie ein Zuhause anfühlt. Du hast gelernt, dich anzupassen. Das ist gut. Das Beste aus der Situation machen, was?
Danke für das Gespräch. Okay, Matt ist fertig. Was muss ich dann machen, um zu, dass mal wieder alle zusammen sind? Oben, also ganz vorne in der Mitte, da wo du den Planeten siehst, ist die Sternkarte. Und über die können wir unser Reiseziel auswählen. Okay. Was bietet sich da besser an? Oh, eigentlich, also vom Levelbereich her wäre Balmorra zuerst dran, also vor Nasha da. Und wir sind ja aber schon ein bisschen über Level. Genau, aber um in der Story weiterzukommen, müssen wir sowieso beide Planeten komplett machen. Also gut, dann halt vom Level her der nächste. Also Balmorra. Ja, alle an der Karte? Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich drauf gedrückt und dann? Auf jetzt reisen. Zahlt sie Geld zum Reisen. Drum und Kars nach Balmorra, 16.326 Parsecs. Oh cool, es bewegt sich auch richtig. Ja. Du kannst auch nach vorne rausgucken, du siehst jetzt, wie du weg. Cool. Ich habe mich auf meinen Stuhl gesetzt. Balmorra angekommen. Dein Kontaktmann dort ist Lieutenant Malavai. Die war bei mir voll schnell da. Wird dir eine Hilfe sein. Quatsch schon mit der mit dem Hologrammgedöns da. Das ist eine wichtige Mission, die ich nur den Besten anvertraue. Quinn wird dich in seinem Büro im Sobrik Hauptquartier treffen. Wir sprechen uns wieder, wenn er dich eingewiesen hat. Mein Meister spricht voll leise über diese Konsole. Ich bin gelandet, aber ich sehe euch, ne? Ich bin noch im Schiff drin. Ich bin noch gar nicht ausgestiegen. Warte, such die Tür. Bitteschön. Kacke. Was denn? Der ist lila. Er ist blau. Nein. Es ist ein lila Item. Ach so. Lila kann ich nicht verwenden. Shit. Wer ist denn das jetzt? Ja, jemand Fremdes, der guckt sich an, was wir da machen. Wie machst du denn das? Das ist eine Attacke von mir. Die heißt zerfleischen. Hier einfach Attacke drücken. Ja, aber nur bei Zerfleischen geht das. Was auch geht, ist Überladung.
Guck mal, was der verschwertert. Nice, ne? Der hat. Ah, wie heißt der? Vom Neue. Mit den zwei kleinen Laserdinger unten dran. Das haben sie hier drin, wie cool. Welches Level ist denn der? 36. Wir sind zu spät. Unser Schiff hatte eine Panne. Bist du jetzt da? Nein, ich bin im Fahrstuhl. Dann hör auf zu quatschen. Gib Gas. Hypergeschwindigkeit und so. Bin da. Bin da, genau. Schön, weiter. Der Typ hier hatte ganz interessantes Lichtschwert. Er hat gesagt, es war mal ein Gegenstand vom Kartellmarkt. Dann gucken wir uns den Spieler mal an. Aggressives, entlüftetes Lichtschwert. Kartellmarktgegenstand. Kriegt man nicht mehr. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht kann uns das ja die Community beantworten. Ansonsten kann man auch mal im Auktionshaus gucken. Weil ja, ich will so das viel haben. Credits habe ich nicht. Ja, für dich wird es sowieso schwierig als Stabnutzer. Naja, ich krieg wieder nur die hässlichen Dinger. Es gibt auch schöne Zweihandschwerter, also. Wo bist du jetzt wieder hingedüst? Ne. Komm. Leute? Ich habe mich nur noch freundlich verabschiedet. Wenn er uns nicht eh folgt. Moment, da drin ist noch eine Quest. Schön, dass wir alle dir nach sind. Und nicht auf der Map geschaut haben. Ich bin extra ruhig geblieben. Wahnsinn, heute wieder. Willkommen auf Balmora. Hoffentlich seid ihr auf den Krieg vorbereitet. Captain Rigel, Imperiales Gebietssicherungskorps. Wenn das Imperium eine Invasion startet, sind wir die Leute, die alles klar machen. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst schon von der Lage hier auf Balmora. Ihr sagt mir bestimmt alles, was ich wissen muss. Du musst was scoutarschen, du vorm Auge. Ist das Imperium auf Balmora eingedrungen, aber seitdem stecken besser als die Badekappe. Der Widerstand glaubt, er kann das Imperium von Balmora vertreiben. Wir sind hier, um das Gegenteil zu beweisen. Wie könnt ihr hoffen, Erfolg zu haben, wenn selbst die imperiale Armee nichts erreicht hat? Wir gehören auch zur Armee. Aber die anderen Soldaten können nicht so spezielle Missionen durchführen wie wir. Die balmoranische Exilregierung bereitet uns unter der Führung von Verteidigungsminister Vol Argen große Schwierigkeiten. Sie unterstützt den Widerstand. Der Minister ist nicht auf dem Planeten. Aber wenn wir seine Verbündeten brechen, brechen wir auch ihn. Und wenn wir ihn brechen, haben wir auch den Widerstand gebrochen. Was ist mit dem Rest der balmoranischen Exilregierung? Vol Argen ist der einzige von ihnen, der Militärerfahrung besitzt. Und er ist am lautstärksten. Wenn wir seine Machtbasis zerstören und ihn dann vernichten, wird kein anderer den Mumm haben, sich uns zu widersetzen. Deshalb muss es ein Kahlschlag sein. Haben wir die Ehre, eure Unterstützung zu gewinnen? Ich kann es mir ja einmal ansehen. Mein Stellvertreter Drill wartet in Zorik, um euch die erste Mission des Einsatzes zu erklären, falls ihr euch dazu entscheidet. Er hat einen Plan, um den balmoranischen Widerstand in die Luft zu jagen. Ich denke, er wird euch gefallen.
Ist aber echt so, ne? Die Charakter so vom Ding her, vom Gemüt her und so, passt halt jedes Mal. Oh ja. Ah, ich glaube, hier so gibt's wieder die ganzen Heldenquests. Einfach mal alle wieder annehmen. Weil wenn wir an irgendwas vorbeikommen, kann man es ja gleich mitmachen. Das waren ein paar. Ja. Ein paar viele. Erste Frage. Haben wir auf diesem Planeten eine Instanz, wo für uns schon möglich ist? Ich weiß es nicht, wo Instanzen sind. Ach, da sind noch mehr. Hier ist eine normale Quest. Hast du denn einen Punkt hier schon bei mir? Das ist wieder diese Konsole für die Schnellreise. Wo man mitnehmen muss. Jetzt ja. Okay. Okay, jetzt haben wir hier mehrere Quests. Noch in der Stadt. Zu meiner Rechten für unseren Imperator seine Klassenquests. Ciao, ciao. Der Rest folge mir. Die Macht ist eine Waffe. Also wir hätten vorher abbiegen können. Ja, nicht verstanden. Sir, es tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte. Wenn das alles war, was ihr konntet, Corporal, dann habe ich keine Verwendung für euch und kann euch guten Gewissens erschießen. Nein, Sir. Dann konzentriert euch, Jillens. Wegtreten. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Ich bin Lieutenant Malavai Quinn. Ich bin euer Verbindungsmann hier auf Balmora. Welch erfreuliche Begegnung. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Lord Baras wird euch persönlich instruieren. Aber ich soll euch zuerst mit der allgemeinen Lage hier auf Balmora vertraut machen. Aber sicher, nur zu. Das Imperium hat zwar im Krieg der Republik die Kontrolle über Balmora entrissen, aber wir haben sie nie ganz vertreiben können. Es gibt eine ziemlich große Widerstandsbewegung. Niemand will es zugeben, aber sie wird offensichtlich von der Republik unterstützt. Die Republik darf nicht toleriert werden. Ganz meine Meinung. Es ist mein Traum, unseren Feind besiegt zu sehen. Ich habe eine sichere Verbindung mit Lord Baras. Ich stelle ihn sofort durch. Ah, wie ich sehe, habt ihr bei den Schülern getroffen. Sehr gut, Lieutenant. Geht jetzt. Quinn verdankt mir seine Karriere. Aber die Einzelheiten deiner Mission bleiben besser unter uns. Wir müssen schnell handeln. Nomen Kars Padawan hat die Aufmerksamkeit der Jedi auf meinen Geheimagenten in Balmora gelenkt. Du erinnerst dich? Natürlich. Ich vergesse nie etwas. Gut, dann komme ich jetzt zum Wesentlichen. Mein Spion ist Commander Rylon vom republikanischen Widerstand. Er dient als zentrale Anlaufstelle für alle Agenten in diesem Sektor. Leider wird Quinn von einer Ermittlerin überwacht, die die Jedi entsandt haben. Das bedeutet, wir müssen deine Spuren verdecken, bis du Rylan tötest. Zuerst musst du alle Beweise dafür vernichten, dass Rylan während des Krieges Balmoras Verteidigungssysteme sabotiert hat. Dazu musst du in den Satellitenkontrollturm einbrechen. Laut Quinn ist er eine wahre Todesfalle voller mechanischer Sicherheitsvorrichtungen. Ich mache mit jedem kurzen Prozess. Diese Aufgabe hat höchste Priorität. Die Jedi-Ermittlerin könnte jederzeit auf die Beweise stoßen. Quinn hat alles, was du brauchst. Ich rufe ihn her. Und denk daran, die Hintergründe deines Auftrags gehen ihn nichts an. Ich melde mich wieder. Mein Sith Lord, ich habe alles vorbereitet, was ihr für euren Angriff auf den Satellitenkontrollturm benötigt. Bringt einen Sprengsatz an der Basis des Hauptcomputers an und zündet ihn. Danach kontaktiert mich und ich lasse ihn detonieren. Wir müssen auf den Herrn Imperator warten. Kein Problem. Eine Aufgabe nur für Sie? Oh, danke.
mich wohl. Wir warten nur auf dich. So, hier drin haben wir noch eine Quest. Ich habe gehört, dass Captain Rigel jemanden zu mir geschickt hat. Er freut, euch kennenzulernen. Der Kampf um Balmora kann nur mit Blut, Schweiß und Tränen gewonnen werden. Unser Schweiß, ihr Blut und ihre Tränen. Die Exilregierung, der Widerstand, allesamt Feiglinge. Wir werden sie in ihren Verstecken begraben. Was wäre ein Krieg ohne etwas Blutvergießen? Es gefällt mir, wie ihr denkt. Die alte Regierung sendet Generatoren an den Widerstand, um deren Artillerie mit Energie zu versorgen. Der Widerstand hat Balmoras übelste Mörder für ein bisschen Wachdienst als Gegenleistung begnadigt. Phase 1 von Operation Umschwung ist die Zerstörung dieser Generatoren und die Eliminierung der Mörder. Seid ihr dabei? Da sehe ich Möglichkeiten. Die Generatoren befinden sich im Nibray-Lagerhaus. Wenn ihr sie in Stücke sprengen könnt, zeigt ihr damit dem balmoranischen Widerstand, dass es mehr braucht als kaltblütige Mörder, um das Imperium aufzuhalten. Auxi, GZ. Ratz. 31. Ratz. Ganz alt vor. Seid alle schon 31, warum bin ich das? Überholt. Zeige alle autorisierten Ziele an. Moment. Zum Skyhopper im imperialen Gorinth-Außenposten. Die Punkte da unten sind so nah zusammen, ich weiß halt jetzt nicht, welcher der richtige war. Reiseroute bestätigt. Kommt mal so vor, oder ist so, fliegt das Ding langsamer als die auf dem anderen Planeten? Bin ich auch gerade überlegen. Ah, jetzt beschleunigt er. Ja, kann sein, dass es gerade tatsächlich der falsche Punkt war. Die Ergebnisse sind viel besser als sie aussehen. Sie werden sehen. Also weiterfliegen. Zeige alle autorisierten Ziele an. Vielleicht können wir außen rumfahren einfach. Reiseroute bestätigt. Irgendwo muss es doch einen Weg runter geben. Ja, hier sind Aufzüge. Ich glaube, hier sind Aufzüge da, oder? Ja, hier können wir auch runter. Wo ist hier? Hier hinten. Und Vorsicht, es geht sehr tief runter. Das heißt, ich sollte vielleicht nicht mit Fahrzeug. Der rechte. Noch mal hoch oder? Ah. Ja. Dauert nur immer ein wenig.
Gille, 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 gille.